Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge der Sweet Legacy Challenge. Das hier ist die Folge 11 und Jackie tut gerade nochmal aufsprudeln. Nein, mit ihm, ihr brauchst du nicht plaudern. Hier war ja die Blume drin, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, das war so. So, ich möchte jetzt mal überlegen, wem wir denn dieses Konzentrations-Kombucha verabreichen können. Wir checken mal die Fähigkeiten. Aufsprudeln 3, Medium. Ja gut, das können wir jetzt hier schlecht machen. Aber schaut mal hier, 99%. Es ist nicht mehr viel. Ich bin gerade mal überlegen, ob wir noch schnell in ein Spukhaus reisen sollten. Bohlen Level 3. Kreuzstich. Okay. Nee, wir machen das anders. Wir machen Kreuzstich mit der Sophie. Die Sophie hat ja ein bisschen mehr zu tun. Wie die Jackie. Die muss ja ihren Job auch noch voranbringen. Okay, dann kommen wir hier hin. Und ja, dann mach mal was zu futtern hier. Grillkäse. Mach mal die 4 Portionen. Ja, lecker Grillkäse. Mal gucken, ob wir dem Tommy eine Freude machen können. Obwohl ich nicht genau weiß, warum Jackie das jetzt üben möchte. Vielleicht hat sie ja doch Interesse an ihm. Oder es war einfach nur die Idee, die sie bekommen hat von ihm. Hast du überhaupt Hunger? Nee, gut, dann mach das mal in den Kühlschrank. Weglegen bitte. Und wir gucken mal nach den Pflanzen. Die muss man echt nie gießen, so gut wie nie, ne? So, eine Runde Zähne putzen wäre noch was. Ist hier irgendwas schmuddelig? Wir können auch nichts verbessern. Ah, ich glaube, wir können nichts verbessern, weil wir kein Material haben. Kristalle, Ohrhörer. Farbstoff. Gesichtsmasken. Oh. After Sun Gesichtsmaske. Ach stimmt, das ist ja auch jetzt gekommen mit dem Patch. Tiergesichtsmaske, natürlich. Oh yeah, ich liebe Videospiele. Was ist das denn für ein Spiel? Das ist Sims Mittelalter, oder was? Oder wie? Huch. Interessant auf jeden Fall. Wir gucken mal, ob wir jetzt was kaufen können. Das wollte ich eigentlich machen. Geschenke? Das. Ein paar Teile zum Reparieren. Tuning-Teile, jawohl. Hier haben wir für Sanitär Elektro. Wir holen mal 2 oder 3 gewöhnliche und 2 für Sanitär. Das sind 90. Okay, wir holen 1 für Sanitär. Was kochst du denn da Schönes? Es riecht super im Flur. Gibst du mir was ab? Du wirst meine Gesellschaft zu schätzen wissen. Du hast dir extra die Piercings angezogen. Alle, die du gefunden hast. Ich sehe schon. Extra schick gemacht. Ja, das ist ein random Outfit, was sie gekriegt hat. Ich wollte es mal überarbeiten, aber das, ja. Habe ich jetzt vergessen. Habe ich noch nicht gemacht. Grillkäse willst du? Ich weiß nicht, ob ich dich reinlassen will. Ey, man kann ja wirklich zum Essen einladen drücken. Ey, dann machen wir das doch. Weil Sophie kann ja auch mal aufstehen und mit frühstücken quasi. Outfit ändern. Ja, der Magen knurrt heftig. Schönes Outfit anziehen. Maliday, komm ruhig rein. Ein bisschen quatschen. Was wäre denn das, was Jackie am ehesten tun würde? Wir gucken mal. Enger Zusammenhalt-Tipps machen wir nicht. Von Videospielen schwärmen. Angenehmes Gespräch. Das ist wirklich ein Highlight für Sophie, für Jackie. Entschuldigung, Sophie, dass ich dich damit reingezogen habe. Ihr kannst du auch mal... Wie, noch nicht vorgestellt? Okay, das ist mir neu. So, dann tisch mal die genießerhaften Sachen auf hier. Ja, wenn wir hier den Kühlschrank finden zum Öffnen, genau so. Zum Essen rufen. Da muss sie was drücken, ne? Ne? So, Gesichtsmaske. Wir haben die hier.
Es kann Spaß machen, sich um sich selbst zu kümmern. Oder gibt es daran noch irgendwelche Zweifel? Naja, für Jackie mit Sicherheit nicht. Diese Gesichtsmasken im Tierdesign sind bei allen Sims beliebt, sogar bei Kindern. 20 Stunden. Stellen wir mal auf den Tisch. Da sind nur noch eine drin, glaube ich. Genau, und das. Wie verdorben? Nein, wieso? Ja. Eine weitere ist ja in der Fertigung. Ei. Das schmeckt gar nicht so lecker, wie es riecht. Du könntest aber auch mal was anderes anziehen. Wieso? Piercings sind doch modern. Ich habe extra geguckt von jeder Farbe eins. Ich dachte, das ist hip und chic. Naja. Du brauchst nicht noch was holen. Das kann in den Kühlschrank. Und ja, du kannst dir wirklich was zu trinken holen. Das ist die orange Nade mit Pfiff, glaube ich. Wir sind auch keine Stylisten. Die Karriere ist auch ganz witzig. Habe ich auch mal eine Weile gespielt. Ja, genau, habe ich auch mal eine Weile gespielt, würde ich sagen. Bringen unseren Müll raus. Ich bin eine nette Nachbarin. Essen gegen Arbeit und so. Wie ein echter Sklave. Oh nein. Okay, wir müssen noch ein paar sinnvolle Sachen machen. Jackie, hol mal bitte die Konzentrationssuppe aus dem. Ey, die holt sich cool. Das ist toll. Genauso wollte ich das, dass man sich das holen kann. Ah, die wird jetzt aber, glaube ich, kokett, ne? Oder? Willst du mit ihr reden? Hier, florale Note verbessert deine Konzentration. Sehr schön. Das bekommt jetzt die Sophie. Kannst auch mit ihr reden. Über Veränderungen in der Nachbarschaftsstreit reden? Immer sobald ich die Jackie gewählt habe, denke ich nur ans Streiten. So, das da bekommst du. Kannst du dir jetzt mal reinziehen? Trinken. Olimar, the Monas Arrow. Tibo Qualität Manza, the ausgezeichnet. Monas Arrow. Gut. Und dann wird nochmal gestickt hier. Nurtial Closenex. So, dann pimpen wir mal das Gehirn und dann geht's los. Also wir hatten schon schlimmeres Essen und so. Ja, jetzt wo wir eingezogen sind, verändert sich die ganze Nachbarschaft. Ich tue mal schnell das Thema wechseln, weil meine Schwester redet nur doofes Zeug. Und die hat noch was vor. Okay, die muss aber noch auf Toilette. Schlitten fahren. Ah ja, wir haben noch so viel zu tun. Ich habe echt ein bisschen Bammel, dass das nichts wird, Leute. Dass wir einfach hier versagen. Brillante Idee mitteilen. Tanzen? Nein. Kaufen? Nein. Was ist das? Wünschst du dir freundlich zu sein? Wohnungsschlüssel geben? Nein. In Wolken schauen, Sophie. Was hast denn du für Wünsche? Ah, das ist was. Am Computer Informationen über Vampire suchen. Ja. So, du kannst gerne noch Kaffee trinken. Ich mach mal einen. Ja, mach das mal bitte. So, und du hast das getrunken. Sehr schön. Dann bist du jetzt konzentriert, oder? Von Snobs umgeben. Ach, du bist auch ein Snob. Alles klar. Tiefe Bindung. Was hier? Okay, du bist zwar nicht konzentriert, aber voll selbstsicher. Na gut. Ach so, das kann man von hier gar nicht. Kein Problem, wir machen es mal hier in die Ecke. Geht's dort? Nee, dort. Haben wir gleich. Move Object. Und so. Müsste eigentlich gehen. Neue nach Muster stricken. Einfach. Mittlerer Ring. Wir haben nicht genug Geld. Uiuiui, nicht genug Geld. Dann, ja, müssen wir doch mal noch den. Oh, der ist aber nicht viel wert.
Die Muschel ist viel wert. Oh, wir müssen, glaube ich, dann in Sulani neue Muscheln finden, aber dafür haben wir keine Zeit, also. Eieieiei. Strichmännchen formen, mach das mal bitte. Echt, die kommt nicht ran? Du brauchst da wirklich. Musst da echt deine Finger reinstecken. Das wundert mich doch sehr. Okay, dann machen wir das so. Jetzt aber. Nach Muster sticken. Einfach mittlerer Ring formen. Tatsache. Du, ich hätte ja eine App und so. Die steuert meine Kaffeemaschine, weil ich bin so ein Snob und ich habe so viele coole Sachen in meiner Wohnung. Also wenn du jetzt abhaust, ne? Was tust du? Ah, okay. Das darfst du. Wir machen hier mal Zutaten hinzu. Lecker Kaffee. Nein. Wieso willst du nicht sticken? Hä? Wieso soll das jetzt nicht gehen? Ach, weil die Kaffee gemacht hat und da war das Geld weg dafür. Ist nicht wahr. Ja. Hier noch ein paar Bilder. Oh, mit eins nur. Auch schlecht. Ach stimmt, wir haben es noch gar nicht hingehangen. Machen wir mal gerade. Schlecht. Schlecht. Ganz schlecht. Naja, okay. Und die anderen? Komm weg. Es sind nur 7 Simoleons. Das ist ja nichts. Manu. Oh, Julina Morelli fragt sich, ob ich zu ihr rüberkommen und abhängen möchte. Ach Mensch. Eigentlich voll gerne, ehrlich. Die kleinen Pupsis müssen wir ja noch sehen. Aber ich bin noch hier gerade beschäftigt. Mach mal eine Tulpe rein. Oh, oh, oh. Dann tun wir das noch verkaufen. Ja, ich weiß, es geht gerade nicht. Wir kommen vielleicht später. Wir müssen sticken. Und Säft machen. Wir haben jetzt 16:45. Ja, ich hoffe, wir kriegen das noch hin, Leute. So, was ist los? Gehst du jetzt nach Hause? Ey, ich hab's genau gewusst, dass du gehst. Doch, die Nachbarin ist schon ein bisschen merkwürdig. Die kommt zum Essen und sagt, es ist gar nicht so gut und alles. Und wenn sie mal in ihrem Kleiderschrank gucken würde, würde sie bestimmt was Schöneres finden. Ja, ihre Piercings sind schon ein bisschen übertrieben. Aber ich kann jetzt Grillkäse machen. Vielleicht soll ich mal den Tommy einladen. Ach, ich weiß nicht. Der Tommy da. Naja, wenn wir eh hier zu Hause sind. Ja, das passt nicht. Ich will immer alles auf einmal machen. Zumindest heute. Luke. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Charlie angefreundet hast, Luke. Luke, echt. Das ist unser Papa. Na, ist das schön? Das ist natürlich nicht schön. Mann, ich würde dir gerne ein paar Fingerhüte entgegenschmeißen, aber naja. Oh, das Klo ist kaputt. Bitte reparieren. Und aufwischen. Zutaten entnehmen. Hä? Können wir nicht sprudeln? Okay, scheinbar nicht. Löffel 3, der kreuzt dich. 14 Kreuze? Das ist doch was für Anfänger. Sophie hat sich auf den nächsten Level gestickt. Sie kann jetzt Kürbisse, Pilze, Beeren und Beeren sticken. Wer hat behauptet, dass man nach draußen gehen muss, um die Natur zu genießen? Alles klar, cool. Aber dass man hier mit den Tulpen nichts machen kann, ist schon doof.
Machen wir wieder mit Erdbeere. Wir können die Erdbeeren auch bald nicht mehr sehen hier, ne? Aha. Teile plündern. Wohin gehst du? Warte bitte. Ja, ich würde sagen, nach dem Teileplündern verziehen wir uns mal. Oh, du musst dich mit Journalisten vernetzen. Dann mach mir das noch schnell. Karriere? Nein. Schreiben? Nein. Netzwerk? Für Follower blocken. Hier, mit Journalisten vernetzen. Dann tu das. Oh, die kriegt hier noch Ruhm. Die wird noch ganz berühmt hier. Schreibfähigkeit muss die machen. Ei. Und noch ein Bild teilen, weil du brauchst Follower. Okay. Du machst das ins Inventar. Dann geh mir gleich. Ich will echt die kleinen Pupsis noch sehen heute. Leistung okay. Sehr schön. Bald wirst du gefeuert, Jackie. Das ist nicht übel. Du, was sollen wir denn machen, wenn ich gefeuert werde? Naja, du machst das ja, provozierst das ja. Ich? Nein, ich mache nur, was ich will. Und keiner kann mich aufhalten. So, wir reisen mal. Mit den Zweien. Wir reisen jetzt hierhin. Dort sind die zwei auch aufgewachsen. Und wir besuchen jetzt die Familie, die Eltern und die Brüderchen. Oh, das sind schon die zwei. Hallo. Oh, wir gucken euch erstmal an. Oh. Wie guckst du denn? Wo bist du hin? Da bist du. Oh. Und er hier? Er guckt genauso einfach. Okay. Dann mal Hallöchen. Wie du es dich vorstellen? Das ist dein Bruder. Und die will schwimmen gehen. Nein, wir spielen mit den kleinen Fratzis hier. Guck mal. Tag, Verschönern. Kann man dich auch hochheben? Jawohl. Achso, wir müssen erstmal hier klopfen. Dann hochheben und reinbringen. Oh. Ich weiß, es ist schon später. Wir kommen euch mal besuchen. Oh. Oh, bist du knuffig. No. Oh, schön die knuffig. Mag Fotografie? Nein. Man muss auch nicht alles mögen hier. Kannst du überhaupt da hoch, kleiner Mann? Oh, Tatsache. So, Sophie, zieh dich mal um. Outfit ändern. Dann erstmal hier Hallo sagen, Tag verschönern. Oh, es ist windig heute hier. Oh. Wo willst du hin? Nee, nicht mit Flasche füttern. Warte, lauf nicht weg. Oh, tust du vorlesen? In Bücherblättern? Nee, das machen wir nicht. Spielen. Ja, die zwei Babywiegen können wir jetzt eigentlich wegmachen. Die Betten sind ja schon da für die zwei. Oh, wie knuffig. Ach, einer hat immer die Augen zu. Oh, wie schön. Das ist echt knuffig. Schade, dass da jetzt so ein Symbol noch oben drüber ist. Aber gut. Das ist halt so. Wo ist denn der Kleine? Da bist du. Auch spielen. Ganz viel spielen. Na, sogar Jackie spielt mit dir. Oh, wie schön. So, hier wird gespielt. Die sind echt so knuffig. Was machst du jetzt?
Träume zerstören. Nein, bitte nicht. Aber Kinderbuch kannst du lesen. Lass doch mal den Tee. Lass doch mal den Tee in Ruhe. Unverschämte Geschichte erzählen. Dramatische, fesselnde. Mach das mal gleich. Und wir müssen noch ein bisschen was tun. Das da ist tatsächlich fertig. Wow. Auf Plupsi anbieten. Machen wir. No. Na? Oh. Hallo Mutti. Du, die Nachbarin kam reingeplatzt und hat dann irgendwie... Quatsch. Ich erzähle die andere Geschichte. Und zwar, die Vampir-Dame kam einfach rein und hat an Jackie rumgenuckelt. Ja. In der Stadt passieren ganz komische Sachen. Warte mal, Mama. Ich mache jetzt erstmal Business hier. Jawohl. Videospiele? Ja, okay, von mir aus. Aber frag nicht andauernd hier, Mensch. Oh, es wird vorgelesen. Ob Jackie das gut kann, ist jetzt noch die andere Frage. Also weißt du, damals gab es ganz viele mystische Wesen. Setzt euch mal bitte. Danke. Ja, und die mystischen Wesen waren auch ganz müde und dann mussten die auch ins Bett. Ach, du bist noch nicht fertig, ups. Das war nur ein Zwischengehen, ne? Oh, und die mystischen Wesen, die wollten dann auch mal auf große Reise gehen und in den Weltraum fliegen. Wow. Ja, der Kleine, der glaubt dir wahrscheinlich jedes Wort, Jackie. Bisschen umarmen. Oh, wir können den beibringen, aufs Klöchen zu gehen. Das ist ja voll knuffig. Und du gehst schwimmen. Hier, bring mal Enrico bei, aufs Klo zu gehen. Du brauchst ein bisschen Erziehungsfähigkeit dann. Oh, Charlie ist ganz betrübt. Hilfe, ich muss den Dreck aufräumen, ja. Oh, da sitzt du. Guck mal, knuffig. Das war eine schlechte Geschichte. Oh, du kommst ganz nach Jackie. Oh, bist du süß. Oh, du siehst aus, als würdest du was aushecken, Kleiner. Ich weiß nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht pupse ich erstmal in die Windel. Wo willst du denn hin? Oh, ich wusste, dass du was ausheckst. Ich hab's doch gesehen. Ja, ihr habt alle irgendwie was von Jackie. Woher Jackie auch immer das hat, weil der Papi ist ja gar nicht so jähzornig und so. Oh, der Papi bringt den Bett. Aber er muss trotzdem noch ein bisschen ins Töpfchen pupsen. Aber anscheinend macht ihr das nicht. Na komm, beibringen aufs Klo zu gehen. Warum ist da kein Zug drauf? Du sollst mal ein bisschen Töpfchen lernen. Nein, scheinbar nicht. Oha, ihr seid schwierig. Ich weiß nicht, das ist eine schlechte Idee. Obwohl, mein Brüderchen voll pupsen, während er schläft, ist doch lustig. Ich will nicht. Ich raste aus. Oh, jetzt hast du ihn geweckt. Ach je. Okay, er will wirklich lieber ins Bett. Oh, du kannst ihn nicht ins Bett bringen? Warum denn nicht? Doch, ins Bett bringen, mach das mal. Es ist ja auch schon spät, wir gehen auch gleich heim. Wir wollten ja nur mal die zwei begrüßen und so. Was mit dir? Tag verschönern.
Du, vielleicht kommen wir mal zu dir. Du musst mal Party machen, sagst Bescheid und dann kommen wir mit dem roten Düsenauto hier, ne? Oder mit dem Flugzeug. Mal gucken. Ach, wir sind alle ganz müde. Hm. Also ihr seid echt eine Truppe hier. Das ist unglaublich. Ach ja, zum Glück müssen wir euch nicht großziehen. Ihr seid ganz schön, ne? Obwohl, das wäre schon auch witzig, ne? Oh, Jackie, wenn du Kinder kriegen würdest, ne? Die wären vielleicht so wie die zwei. Ach ja, cool, cool, cool. Gut, bringe ihn ins Bett und... Ah ne, Tag verschönern hast du, ne? Wenn es funktioniert. Kein Problem, dann geh allein ins Bett. Wir reisen nach Hause. Auf Wiedersehen. Stopp. Wir reisen nicht nach Hause. Auf Wiedersehen. Wir tun erstmal was ernten. Bevor ich es hier wieder vergesse. Ich hatte es fast vergessen. Können wir was ernten? Okay, wir können nichts ernten, weil nichts zum Ernten da ist. Wir holen uns aber wenigstens noch einen Honig mit. Imkeranzug anziehen und Honig sammeln. Und Bienenwachs, bitte. Da haben die Eltern nichts dagegen. Aha, und du gehst Pipi machen. Perfekt. Matschulina geht ins Bett. Wie das hier aussieht. Einfach zerstört, angeschmiert, rumgezickt. Ah ja, perfekt, eh echt. Ach ja. So, dann komm mal hier hin. Hast du alles? Sehr schön. Ach ja, die schöne Natur hier. Ja, ausziehen. Und jetzt reisen wir nach Hause. Sehr schön, wir sind angekommen. Und jetzt gehen wir wieder hier rein. Ah, sie sieht relativ fit aus. Außer du. Ja, Jackie, du gehst Zutaten entnehmen. Okay, scheinbar funktioniert die Maschine nicht, oder was? Merkwürdig. Muss ich mal beobachten. Ja, du hast Hunger. Du könntest aber eigentlich schlafen gehen. Ja, ab ins Bett. Du kannst später frühstücken. Oh, das Winterfest. Was? Jackie hat 82 Simoleons am Feiertag verdient. Sehr schön. Sie geht nicht auf Arbeit, du kriegst Geld. Wir haben heute das Winterfest. Das war mir jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Aber ich zeige euch mal hier die Gegend. Ist mir nämlich letztens aufgefallen. Das habt ihr vielleicht noch gar nicht gesehen. Es hat ja nicht jeder das Großstadtleben weg. Und wir leben hier in der großen Stadt. Und ja. So sieht das aus hier. Ist schon schön. Oh, schönes Bild, Mensch. Screenshots! Ja. Echt schön. Gut. Jetzt machen wir mal weiter. Ich wollte nur mal kurz gucken. Man muss ja auch mal die Aussicht genießen. So, Sophie ist wach. Okay, guten Morgen, Sophie. Guten Morgen. Ich habe schlecht geschlafen. Jemanden kritisieren, weil ein Snob ist. Ich verstehe. Du hast an Kälte gewöhnt. Wir gucken mal, wie viele Punkte du hast. 1800, sehr schön. Wir brauchen ja noch... Merkmale. Was machst du? Oh, völlig frei und ungebunden, wegen Lebensstil glücklicher Single. Es gibt nichts Schöneres als nach einer geruhsamen Nacht das süße Gefühl der Unabhängigkeit zu genießen. Okay. Ja, also es steht ja sowieso fest, dass Sophie kein Single bleibt. Ich kann es ja mal der Candy eine SMS schicken.
Der Dominik. Ach, das ist die Ehegatte von ihr. Okay, SMS schicken. Dann haben wir ja noch die Jade. SMS schicken, ja, die muss man ein bisschen hier. Oh, und mit Tommy hat es echt nicht so viel. Abenteuerlustig, Bro, Kritikerkarriere. Ja, plaudern. Und wir müssen mal überlegen, wie wir das mit dem Weihnachtsfest machen. Schreibfähigkeit. Naja. Oh, selbstsicher, weil unglaubliche SMS wegen Simsen. Nach der Lektüre deines Einsatzes von Abkürzungen und Emoticons wird offensichtlich, warum manche Sims das Simsen als wahre Kunstform betrachten. Ei. Du bist echt ein cooler Sim, Sophie. Wo ich echt sagen muss, die ganze Familie finde ich richtig cool. Ich weiß auch nicht. Das sind alles ganz besondere Charaktere. Hab die echt alle sehr lieb geworden. Selbst die Jackie, die so gemein ist, die ist echt... Ich mag die alle echt voll gerne. Oh, wir haben hier Zeug zu verkaufen. Wir tun die aber ernten und die verkaufen. Da können wir mal Möhrensaft machen. Sehr gut. Und das kannst du weiter essen. Und wir können hier noch einen Rahmen drum machen, genau. Das war, glaube ich, Silber, ne? Mhm. Sehr gut. Oh, hier stinkt es schon wieder. Ja, der Kaffee ist schon wieder schmuddelig. Der muss weg. Mhm. Das nennst du aufräumen? Ja, ich will halt nicht aufräumen. Ja, das verstehe ich natürlich. So, ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal beim Winterfest. Dann ist es nämlich ganz feste Winter. Ja, ich weiß, das war doof, aber ich habe es trotzdem gesagt. Und ja, schaut gerne auf meinem Discord vorbei oder auf den anderen Discords, die ich verlinkt habe. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem nächsten Video. Tschüssi!